Jeder, der eine Frage hat, bitte gleich beginnen, einfach den Ton freigeben und es geht schon los. Wer ist der Erste oder die Erste? Ich hatte eine Frage, und zwar gerade für klassische Werke, also was für Arrangeure würdest du da empfehlen? Ich weiß, also klassische, nicht Strauss oder sowas, gut umsetzen können, Ja. instrumentieren. Okay. Ich würde ungern jetzt Namen nennen, weil das kann ich tatsächlich nicht. Also ich kann jetzt natürlich einige Arrangeure aufzählen, die ich so kenne, die ich auch gern spiele. Aber auch da muss ich wieder ein bisschen zurückgreifen, was ich vorher gesagt habe. Ich kann jetzt schlecht einschätzen. Das hängt vom Ensemble ab natürlich. Und man muss immer bei Transkriptionen sehen, es gibt so zwei Bereiche. Es gibt bei Transkriptionen den Bereich aus den, sagen wir mal, 50er, 60er Jahren. Da ist sehr viel sowas geschrieben worden, weil schlicht noch zu wenig Originalliteratur war da. Und es gibt jetzt so die letzten 10, 15 Jahre die jungen Komponisten und Arrangeure, die jetzt wieder anfangen, die Sachen neu einzurichten. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt die neueren Arrangements zum Beispiel anschaut, ich nenne jetzt einmal einen Verlag, der da ganz groß dabei ist, das ist aus Holland, der Baton Verlag, also Baton. Der hat nichts, was es nicht gibt, angefangen von sämtlichem Opernrepertoire über Ouvertüren und so weiter. Aber wenn man diese Arrangements jetzt einmal so anschaut, dann finde ich die alle super, wirklich toll gemacht, aber nicht geeignet für einen Großteil aller Kapellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und der Baton Verlag wird es mir verzeihen, hoffentlich hört niemand mit, ne? Aber die sind halt, sage ich mal, sehr immer nach dem gleichen Strickmuster gemacht. Man hat sehr viel virtuose Holzbläser, die man braucht. Und das reduziert dann einfach, finde ich, auch die Spielbarkeit schon wieder. Nämlich auf die Orchester, die halt einen fantastischen Klarinettensatz haben und unfassbar virtuose Flöten. Ja. Blechbläser fallen manchmal so ein bisschen hinten runter. Da ist oft gescheiter, wenn ich jetzt, sage ich mal, so eine C-Kapelle habe und ich schaue mal ein bisschen, ob ich nicht aus so einem alten Arrangement eher mehr davon habe. Da sagen die Puristen jetzt wieder, oh, das alte zeigt da, das ist überhaupt nicht zeitgemäß. Nur konnte mir der ganze, also die ganzen Puristen konnten mir bis heute noch nicht erklären, was es eigentlich heißt, wenn es nicht zeitgemäß ist. Was genau bedeutet denn eigentlich nicht zeitgemäß? Also das ist mir völlig wurscht, ob das zeitgemäß ist. Mich interessiert nur, ob das für mein Ensemble spielbar ist. Also wenn ich jetzt so eine Richtung empfehlen würde, würde ich sagen, nicht von vornherein nur auf das schauen, was ist gerade neu auf dem Markt, sondern auch mal schauen, was geben die alten Arrangements her. Die haben ein bisschen den Nachteil, dass sie natürlich oft das Notenmaterial ist oft nicht so berauschend, ne? Das wisst ihr vielleicht auch. Also da gibt es dann, da gibt es nicht einmal eine gescheite Partitur. Aber da kann man ja ein bisschen tüfteln, ob man sich nicht selber mal ein bisschen was einrichtet. Und es ist ja auch nicht verboten, vielleicht einmal die ein oder andere Stimme ein bisschen zu modifizieren. Also generell, ich will keine Empfehlung aussprechen, der ist besonders toll und der weniger, sondern habt es einfach auf dem Schirm, dass es diese alten Arrangements gibt, die viele Vorteile bringen, gerade in der Instrumentierung für traditionelle Kapellen, und dass es die neuen gibt, die sehr, sehr differenziert und diffizil instrumentieren. Das ist natürlich extrem reizvoll, aber dazu brauche ich einfach gute, gute, gute Leute in meiner Kapelle. Ja. Ganz kurz, meinerseits, ich habe einiges bei Baton probiert und muss sagen, wirklich tolle Sachen. Ja, Ich habe super gut. allerdings sehr viel Eigenständiges ändern müssen. Genau. Ja. Alte habe ich auch hergenommen und auch da habe ich ändern müssen. Genau. Es Ja. bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Das ist genau der Punkt. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ne? Und ich meine, der Optimalfall ist es, aber das ist natürlich die Frage, ob man das immer leisten kann. Der Optimalfall ist wirklich, ich nehme als Ausgangspunkt entweder das Alte oder das Neue und versuche es perfekt für meine Kapelle einzurichten. Das ist natürlich der Optimalfall. Aber die Auswahl ist groß und beides bitte in Betracht ziehen. Das ist wichtig. Also lasst euch nicht verrückt machen von Leuten, die sagen nur das oder nur das. Ich bin da grundsätzlich, egal um was es geht, kein so ein Freund von so ist es und nicht anders. An das glaube ich einfach nicht. Nächste, bitte. Ich wollte fragen, welche Tonarten passen eigentlich ganz gut zu einem klassischen Blasorchester, wie es bei uns ist? Kann man das so allgemein sagen oder hängt das vielleicht auch vom Stil ab, von dem Stück? Naja, man kann das schon sehr, sehr genau sagen, denke ich. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, es hängt einfach von der Beschaffenheit unserer Instrumente ab. Ne? Also, mein, der gesammelte Blechbläserbereich, fast der gesammelte Blechbläserbereich,
ist ja so mit Grundton B. Das heißt, sämtliche B-Tonarten, und das wissen wir aus eigener Erfahrung. Ja? Ich kenne so ein Beispiel aus meiner frühen Jugend. Wir haben in der Kapelle, wo ich als Jugendlicher gespielt habe, ein Heft gehabt, das war die Marschrevue, hat das geheißen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist so im Marschbuchformat, das Sammelheft. Da sind vorne aber so Traditionsmärsche drin und hinten gibt es einen Anhang mit Trauerchorele. Ja? Und da waren Trauerchorele, die hat man dann am Grab gespielt. Die waren in B-Moll und so, also so 5B. Ja? Aber die haben einfach sauber geklungen und die haben komischerweise fantastisch funktioniert. Da hat die Kapelle null Probleme gehabt. Und dann hat man irgendwann einmal ein Stück in G-Dur oder in E-Moll gespielt mit einem Kreuz. Also jetzt stelle ich einfach mal gegenüber, 5B, ein Kreuz. Ja. Und das war eine Katastrophe, das war furchtbar. Ja. Also so, ich sage einfach, B-Tonaten funktionieren sehr, sehr gut für fast alle Instrumente. Da kann man schon davon ausgehen. Genauso wie natürlich im klassischen Bereich, in einem Streichorchester, sowas wie A-Dur gut funktioniert. Das hat einfach den Hintergrund, dass zum Beispiel die A-Seite auf fast jedem Streichinstrument halt eine leere Seite ist. Das hat halt einfach den Vorteil, dass es keine großen Intonationstrübungen gibt. Je mehr ich einfach eine Seite verändern muss in ihrer Länge oder große Griffkombinationen an meinem Blasinstrument brauche, desto schwieriger wird es halt. Ja? Also man kann schon sehr, es hat schon einen Grund, warum viele Stücke einfach größtenteils in B-Tonarten gehalten sind. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Mhm. Aber eins muss ich vielleicht da auch noch hinterher schicken, weil mir das auch ein Anliegen ist. Das soll kein Plädoyer sein für schmeißt alles weg, was zwei Kreuz oder drei Kreuz hat, sondern im Gegenteil, und jetzt sind wir beim anderen Punkt, coacht und trainiert eure Leute nach und nach auch auf sowas, weil es ist ja nicht so, dass das unmöglich ist. Ja? Also man kann das ja üben. Durchaus mal in einer Warm-up-Runde auch mal einfach neue Tonarten einfließen und Übungen dazu machen. Also das dazu rufe ich schon auf. Ja? Klar. Soll nicht heißen, dass A-Dur unspielbar ist. Ich kann da in Philipp nur bestärken, klingend D-Dur, das klingt so geil bei der Blasmusik. Ja. Man muss einfach ein paar Mal machen. So ist es. Aber nicht. Wenn man schaut in die, wenn man die Musikgeschichte anschaut, dann kann man feststellen, dass alle Kompositionen, die in irgendeiner Form zum Beispiel zu Gottes Ehr geschrieben sind oder wo es um Lobpreis und Halleluja und Hochjauchzen geht, ist ganz oft in D-Dur. Ja? Um das, was der Rudi gerade sagt, nochmal zu bestätigen. Also D-Dur ist so eine unfassbare, himmelhochjauchzende, strahlende Tonart. Und kann natürlich im Blasorchester funktionieren. Besser funktioniert allerdings D-Dur, wenn man wenig Aufwand haben will. Oder S-Dur. Aber D-Dur kann man trainieren. Ja. Mhm. Philipp, du hast beim Spannungsbogen gesprochen mit den Kurven und so weiter und so fort. Also ich sage mal, ein normal gebildetes Konzertprogramm hat ja eine gewisse Zeitspanne, wo es das aufnimmt. Aus deiner Erfahrung, wo liegt die? Gerade erster Teil, zweiter Teil ist eben Thema. Und zweite Frage habe ich auch noch, die Zugaben sind auch immer so ein Thema. Ja. Meistens erinnern sich die Leute dann nur mehr an die Zugaben, weil man halt ein paar Märsche draufgehauen hat. Aber das kann es doch nicht sein. Also braucht man doch irgendwelche Alternativen, wo die Leute mit was anderes rangehen? Also zur ersten Frage, goldene Regel bei Zeiteinteilungen. Ich persönlich habe eine, das muss aber nicht heißen, dass die für euch jetzt auch perfekt ist. Andersrum angefangen einmal, die meisten Konzertprogramme sind zu lang. Also ich bin nur selten aus einem Blasmusikkonzert raus und habe gesagt, oh, heute war es aber kurz, hätte ich gern noch was gehört, sondern in der Regel gehe ich raus und denke mal, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen zynisch und denke mal, Gott sei Dank ist vorbei. Nicht, weil die schlecht gespielt haben, sondern weil es viel, viel, viel zu lang war. Ja? Für mich so eine goldene Regel ist Netto-Spielzeit eines Konzertteils. Netto-Spielzeit, also nur Musik, maximal 30 Minuten. Weil, jetzt überlegen wir mal in unsere Konzertprogramme bei der Musikkapelle, was passiert denn da nur alles? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir wie die Berliner Philharmoniker auf die Bühne gehen, spielen und wieder runtergehen, sondern wir haben Moderation, wir haben in der Regel Ehrungen oder sowas, das kehrt auch daher. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Das ist wichtig, ja. Aber das muss man ja alles mitkalkulieren. Darum sage ich maximal 30 Minuten Netto-Spielzeit. Wenn das 25 sind, ist keiner böse. Im zweiten Teil bitte berücksichtigen, dass dann auch Zugaben nur dazukommen. Also da kann dann auch die Netto-Spielzeit gerne ein bisschen kürzer sein und mit Zugaben bei 30 Minuten liegen. Dann hat man eigentlich in Summe immer so 45 bis maximal 50 Minuten pro Teil mit allem drum und dran und dann ist es angenehm.
für alle Beteiligten, für die Musikantinnen und Musikanten, für uns als Kapellmeisterinnen und Kapellmeister und natürlich für die Zuhörer. Das ist eine ganz angenehme Konzertlänge und deckt sich sehr gut auch mit dem professionellen Konzertbetrieb. Das hat einen Grund, warum die alle so ungefähr gleich lang sind. Zur zweiten Frage mit den Zugaben, ja, da bin ich völlig bei dir. Also es kann es nicht sein, dass das Konzertpublikum quasi die Woche danach nur über die zwei Zugaben spricht, weil die Märsche so schön waren. Mei, erlaubt ist alles, was gefällt, sage ich immer so schön. Da muss man auch wieder ein bisschen Rücksicht nehmen auf, was habe ich denn bisher schon gespielt im ganzen Konzertprogramm und was sind meine Musikantinnen und Musikanten denn überhaupt noch zu leisten imstande. Ja? Also was ich persönlich sehr gern mag, ist, ich höre in der Regel ein Konzert, also anders. Jetzt wäre erstmal meine ganz persönliche Meinung. Ich finde Zugaben eigentlich ein Blödsinn. Das ist aber meine persönliche Meinung. Weil, warum? Ja, also, wir können das jetzt einmal wissenschaftlich aufrollen. Ich habe das noch nie gemacht, aber vielleicht gibt es da irgendeine Erklärung, warum man eigentlich Zugaben macht. Ich ziehe gerne den Vergleich mit dem professionellen Betrieb wieder. Wart ihr schon mal bei die Berliner Philharmoniker oder sonst wo, habt ihr schon erlebt, dass die Zugaben spielen? Da kommt im Höchsten, also jetzt, ich nehme mal sowas wie Neujahrskonzert aus. Ja, klar, da wird der Radetzky-Marsch gespielt, das ist Tradition. So, aber bei einem normalen Sinfoniekonzert gibt es keine Zugaben. Wenn überhaupt, dann spielt der Solist, der da ist, nur ein kleines Bravourstückel oder so. Aber es gibt einfach keine Zugaben. Ja, das Konzert ist aus, dann ist das Konzert aus. Manchmal, je nach Dirigent, gibt es das, aber es ist nicht die Regel. Warum gibt es das bei uns eigentlich? Und das ist ja teilweise orgiastisch, was da abgeht, ja, in den Musikkapellen. Manchmal gibt es 4 und 5 Zugaben, wo ich mir denke, was ist denn jetzt los? War ja eigentlich das Programm so schlecht oder warum spielt sie so viele Zugaben? Also man kann das durchaus auch mal in Frage stellen, ob man die Tradition nicht einfach generell einmal bricht. Genau aus dem Grund, was du ja gesagt hast. Eigentlich müht man sich über Wochen und Monate, ein tolles Konzertprogramm zu spielen. Und dann spielt man am Schluss dann, jetzt bleibe ich mal beim Radetzky-Marsch. Und jeder sagt bloß, Mai war der Radetzky-Marsch wieder schön. Ja, das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für alle Beteiligten. So, wenn Zugaben. Ich persönlich mache gern als Abschluss was Ruhiges. Ja, was Besinnliches, was meditativ ist und moderiert es auch entsprechend an, indem ich einfach sage, es soll jetzt die Zeit sein zu reflektieren. Danke fürs Kommen. Das Konzert war voller Highlights für euch alle, für uns. Viel, viel Arbeit drin gesteckt. Wir freuen uns, dass das so gut über die Bühne gegangen ist. Und für uns alle ist jetzt der Moment gekommen, zu reflektieren. Ja? Und deswegen spielen wir was, wo wir alle nochmal kurz unser bisschen zurücklehnen, die Augen schließen und besinnen. Und zwar Publikum wie Musikantinnen und Musikanten auf der Bühne. Ja. Aber da muss ich halt zu bedenken geben, da muss man dann schauen, was haben meine Leute noch drauf. Ja. Weil jetzt bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, so ruhige Musik ist oft das Schwerste überhaupt zu spielen. Ja. Jetzt wenn ich natürlich ein Hammerprogramm gefahren habe und meine Blechbläser einen Ansatz in der Pause schon an der Garderobe abgeben haben, dann wird es schwierig, wenn ich am Schluss ein Choral spiele, weil das wird dann ganz grausig werden. Dann ist es gescheiter, wir singen nur ein Stück oder so. Ja. Aber da habt ihr alle genügend Erfahrung oder Fingerspitzengefühl, denke ich, dass ihr da ein bisschen drauf schaut. Aber mit was Ruhigem aufhören wäre eine Empfehlung, die gebe ich gerne, weil ich das sehr schön finde. Singt ihr mal ein schönes Lied am Schluss zum Beispiel, warum nicht? Also auch mal ganz neue Wege gehen, warum nicht auch mal völlig neu denken? Ja? Aber 2 Märsche aus dem Marschheft spielen, also bevor ihr sagt, oh mei, nächste Woche ist Konzert, wir brauchen nur 2 Zugaben, naja, nehmen wir das Marschbüchel, dann verzichtet ihr bitte lieber drauf. Das ist meine Empfehlung. Und generell auch mal mit der Vorstandschaft und mit den Musikantinnen auch mal drüber sprechen. Muss es denn sein? Also ich gehe immer mehr dazu über, auch im Amateurbereich das nicht zu tun. Ja, also das ist sowas, nur weil es immer gemacht wird. Ja, weiß ich nicht. Mir ist ganz spontan eingefallen, ich war einmal eine Zeit lang totaler Fan von Themenkonzerten. Ja. Da habe ich einiges gesammelt. Ich muss sagen, ich bin noch wieder einmal weggegangen, weil man denkt dann, eine gute Mischung ist auch irgendetwas, das muss nicht immer einen roten Faden haben. Aber ich habe jetzt gerade was eingeblendet, die habe ich schnell auf ein PDF gerichtet, ein paar Ideen. Das spontan, was mir eingefallen ist, ich bin ja mal so ein halbes Jahr lang und haben wir das immer sofort ins Handy eingeklopft, wenn mir irgendetwas eingefallen ist. Das ist die Liste und ich habe ein paar daraus verwendet. Kann man natürlich verwenden, abändern und so weiter, aber es ist manchmal fein, wenn man irgendwo nachschauen kann. Und
Ich habe es gerade jetzt eingeladen. Man kann das downloaden. Aha. Okay. Okay. Bei mir ist zum Beispiel noch nichts, aber vielleicht dauert es einfach nur kurz. Oh, bei mir ist es schon. Habt ihr es hier auch? Nee, der Daumen geht runter. Nee, ist noch nichts da, aber vielleicht dauert es auch einen kurzen Moment. Im Chat müsste es sein. Ja. Zum Downloaden. Also bei mir taucht es nicht auf. Ich habe den Chat noch offen, da sind jetzt meine 4 PDFs drin. Dann warten wir einfach einen Moment. Vielleicht haben wir dabei noch eine andere Frage. Ja. Und vielleicht kommt es ja. Ansonsten probieren wir es nachher nochmal, oder? Weil das ist sicher eine interessante Hilfe, ja, auch Hilfestellung. Ja. Herr Kufner, ich hätte eine Frage. Glanzer Hans-Peter, ich bin der Anwender, ich habe vergessen, meinen Namen einzuschreiben. Passt schon? Alles gut. Okay, Herr Kufner, ich hätte eine Frage an den Profi. Und zwar in den letzten Jahren erlebe ich immer wieder bei Saul-Konzerten, ich spreche jetzt von Saul-Konzerten, durchgehende Konzerte mit der Dauer von 1,5 Stunden. Das ist jetzt leider Gottes in den letzten paar Jahren. Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre Kapellmeister. Und was halten Sie davon? Also zusammengefasst mit einem Wort, nix. Genau. Also 90 Minuten am Stück musizieren würde kein Profiorchester machen. Außer es ist ein Opernorchester und drauf getrimmt und ausgebildet. Das ist auch meine Meinung. Und das tut uns gut auch, wenn man das von einem Profi hört, weil in gewissen Regionen das schon ein bisschen überhand nimmt. Ja, gut, ich tue mir natürlich schwer, das jetzt, oder ich will das jetzt gar nicht B, also geschweige denn. Ich denke, Saul-Konzert, wirklich Saul-Konzert, ja, mit Moderation und alles, ja, zusammen. Ja. Aber ich denke da auch an den, nicht nur an die Musikanten, auch, sondern auch an die Zuhörer. Die Zuhörer sind ja unterschiedliche Alterskategorien. Nicht? Ja, genau. Also, Es gibt da ganz viele einfach ganz pragmatische Denkansätze, warum das nicht gut ist. Aber ich will natürlich jetzt auch niemanden, ich will das nicht zu streng jetzt be- oder gar verurteilen, weil auch da, man muss immer ein bisschen sensibel natürlich bei sowas sein. Das mag Traditionen geben, die man natürlich nicht brechen will und so. Aber auch das ist, denke ich, eine wichtige Aufgabe. Neues Versuchen. Ja, genau. Also das wollte ich gerade sagen. Es ist eine wichtige Aufgabe. Also ich sehe das als großen Teil unserer Kompetenz als Kapellmeister und Kapellmeisterinnen, dass wir auch immer wieder verpflichtet sind, auch Dinge zu hinterfragen, Dinge 3-4 Mal umzudrehen und nicht nur sagen, ja, weil es immer so war, machen wir es halt auch so, sondern auch im Dialog natürlich versuchen, Neuerungen zu etablieren. Ja? Also so ein anderes Beispiel ist, das erlebe ich immer wieder bei dörflich geprägten Kapellen, Sitzordnung, was das für Dramen auslöst, wenn man die verändern will. Also das geht hin bis zu weiß ich nicht, Familien reden immer miteinander, bloß weil der Kapellmeister gesagt hat, dass jetzt die 5 Meter weiter drüben sitzen. So, aber trotzdem möchte ich da auch ermutigen, solche Dinge, die man selber, mit denen man selber schwer klarkommt, im Dialog anzusprechen und versuchen, Lösungen zu finden. Also nur weil vor 100 Jahren das Saalkonzert schon immer 1,5 Stunden am Stück waren, muss es nicht im Jahr 2021 auch noch so sein. Die Gründe, die dagegen sprechen, sind mannigfaltig. Also angefangen von der Leistungsfähigkeit der Musikerinnen und Musiker, auch unserer eigenen Leistungsfähigkeit. Man darf nicht unterschätzen, ein anspruchsvolles Konzertprogramm 90 Minuten am Stück zu dirigieren mit nur kurzen Moderationspausen, das ist auch für uns herausfordernd. Also auch unsere Konzentration lässt irgendwann nach. Geschweige denn auch die emotionale Spannung ist irgendwann auch nicht mehr da, das gut zu machen. Und natürlich, wie Sie selber gesagt haben, die Leute sitzen sie auf gut Deutsch gesagt den allerwertesten Blatt da drin. Ja? Und wenn ihr mal anfangt, von links nach rechts zu rutschen, dann interessiert mich so ziemlich alles, aber nicht mehr das, was die da draußen auf der Bühne machen. Dann interessiert mich, ob das Bier in der Pause kalt ist oder sonst was. An das denke ich in dem Moment, aber nicht mehr das, was da gerade auf der Bühne passiert. Und das ist eigentlich, man verkauft sie dann unter Wert. Und das wäre für mich eigentlich das schlagende Argument in einer Diskussion mit der Vereinsleitung, zu sagen, Leute, wir arbeiten wie die Wahnsinnigen, wir investieren, wir geben uns Mühe, ja, und dann machen wir es uns eigentlich durch so eine Tradition kaputt. Die Leute horchen uns doch gar nicht mehr zu, die sind platt, die sind müde. Ja. Zumal, ganz wesentlicher Aspekt vielleicht für die Vereinsführung, sage ich mal, so eine Pause auch unter wirtschaftlichen Aspekten zu sehen ist, weil wenn ihr Pause habt und ihr kann ein bisschen Pausenverkauf machen, dann ist das eine schöne Einnahmequelle für einen Verein. Doch gut, manche machen das dann hinterher oder so. Ja, aber es gibt viele Argumente, das einfach mal so, aber ich halte jetzt rein aus fachlich professioneller Sicht absolut gar nichts davon. Danke. Gerne.
Hallo Philipp. Hallo. Du hast ja gesprochen so von ca. 30 Minuten Spielzeit pro Programmteil. Das ist jetzt ein klassisches Konzert mit zwei Teilen in einem Saal. Wenn du jetzt an ein Kirchenkonzert denkst, wo eher wenig dazwischen gesprochen wird, meistens nur ein Teil ist, wie teilst du dir das dann ein? Also Kirchenkonzert, der Klassiker beim Kirchenkonzert sind am Anfang ein paar einleitende Worte und dann eigentlich durchgehend Musik und am Schluss vielleicht zwischendrin ein kurzer Block und am Ende nochmal. In Summe maximal eine Stunde. Alles in allem. Also mit gesprochenen Texten und Musik 60 Minuten brutto sozusagen, weil ich vorher von Netto-Spielzeit gesprochen habe. Ja. Das wäre so meine Benchmark, wo ich sage, drüber würde ich ungern gehen. Ja, und hast du da so eine Regel von Netto-Spielzeit, da sind wir dann eher wahrscheinlich bei 40 Minuten oder so? In der 35 bis 40. Okay. Aber das ist dann immer so ein bisschen individuell in der Absprache auch mit dem jeweiligen Pfarrer oder wer halt auch die Texte spricht. Aber so eine Hausnummer bis maximal 40. Denn ich denke, ein Kirchenkonzert lebt auch, wenn das gut macht, ist natürlich auch ein bisschen von den Texten, die dazu gesprochen werden. Und in der Regel legt man das Programm ja dann auch so an. Das heißt, die Texte sollen schon auch den nötigen Platz und Raum finden. Von daher 40 Minuten maximal Musik, 20 Minuten Text. So ungefähr. Aber bitte, gell, das ist natürlich jetzt nicht als absolutes Maß sehen, sondern das sind jetzt einfach, also diese 30 Minuten, das ist für mich ein absolutes Maß, die ich einfach nicht überschreiten will, aber es ist nicht so, dass ich jedes Mal alles genau auf die 30 Minuten hintime. Manchmal sind es halt 10 mal 20, manchmal sind es 25, 29, aber so als Richtschnur. Eine Frage habe ich zur Instrumentierung, weil wir vorher das Beispielstück gehabt haben mit Toccata for Windband. Ja. Da bringst du ja die Musik eigentlich immer viel Tenöre, viel Flügel haben. Und da natürlich Trompeten und Baritonstimme halt leise gibt, hast du das wahrscheinlich auch immer so gemacht, dass du halt andere Sachen für dich geschrieben hast, eigene Stimmen? Oder? Genau. Also da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, dass man einfach eigene Stimmen entwirft. Ja? Dazu rate ich euch auch. Also du sprichst ein Problem an, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, gerade in unserem Raum, und damit meine ich jetzt den ganz deutschsprachigen Alpenraum, sage ich mal, ja, haben wir in der Regel starke Tenorregister. Ja. Und gerade Stücke, die aus dem englischsprachigen Raum kommen, haben in der Regel nur eine Tenorstimme. So, da muss man halt einmal schauen, gerade bei der Toccata, das ist ja eher für eine kleinere Band, ja, da habe ich vielleicht auch weniger Hörner oder so. Ich kann zum Beispiel tiefe Hornstimmen einfach auch mal von Tenöre mit Tenören mit besetzen. Das funktioniert sehr gut. Ich kann ein bisschen schauen, was kann ich aus dem Saxophonsatz übernehmen. Ja, also das sind Mischungen, die kann man ganz nach Besetzung, nach individueller Besetzung auch vornehmen. Aber ich empfehle euch schon, da immer was Eigenes ein bisschen zu basteln. Ja, weil sonst führt das schnell zu Frustration. Ja. Auf der anderen Seite muss ich wieder eine Lanze für die Toccata brechen an der Stelle, selbst wenn man sagt, na, das möchte ich eigentlich nicht, das ist mir zu viel Arbeit oder ich kann es vielleicht auch nicht. Ja. Ist gerade die Toccata ein Beispiel dafür, dass es trotzdem relativ abwechslungsreich ist. Also gerade in dem lyrischen Mittelteil gibt es viel zum Spielen für die Tenöre. Oft ist nämlich das Problem bei so B-Stufenstücke, es ist dann nur eine Stimme und dazu ist die Stimme nur von vorn bis hinten oktavierter Bass, ja, im Tenorhorn oder im Bariton. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist übrigens ein klares handwerkliches Merkmal, wo ich sage, das geht nicht. Das ist, darf ich das jetzt offen sagen, das ist Pfusch. Ja. Also das ist einfach ein Blödsinn. Also klar, der Optimalfall ist, bastelt er selber ein bisschen was zusammen oder manchmal überlegt man sich, ob man Flügelhornstimmen schreibt. Jetzt sind wir mitten in dieser Diskussion, Trompete, Flügelhorn. Die will ich eigentlich gar nicht so groß aufmachen, weil da findet man nie mehr raus. Ja. Aber auch da ist es so, Flügelhornstimmen schreiben. Ne? Was macht man? Also man kann natürlich die Tenorlinien nehmen als Anhaltspunkt. Man kann aus dem Saxophon und aus dem Hornbereich wieder was dazu nehmen und einfach schauen, ob man da schön was schreibt. Aber grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn er ein bisschen auf einen Musikanten schaut und das zeugt von großer Umsicht, deine Frage. Ja, hallo lieber Philipp, danke vorab bis jetzt einmal für deinen spannenden Vortrag. Gerne. Meine Frage war jetzt generell, was ist Ihre Sicht zu Themenkonzerten? Vielleicht können Sie jetzt so ganz kurz irgendetwas schildern. Sind Sie eher dafür oder eher dagegen für das Ganze?
habe ich es richtig verstanden, akustisch, Themenkonzerte, Mottokonzerte? Themenkonzerte, ja, ob jetzt Mottokonzerte eher befürworten oder eher weniger. Also, erste Antwort, ich bin generell gar nirgends dafür oder dagegen. Ich bin für gute Musik und gegen schlechte Musik. Und wenn der Themenkonzert sinnvoll ist und einen roten Faden hat, der auch nachvollziehbar ist, ist es eine tolle Sache. Wenn ich jedes Jahr ein Themenkonzert spiele, immer wieder und immer nach dem gleichen Strickmuster macht, dann ist es wie mit allem, es nutzt sie halt ab irgendwann. Ja? Irgendwann ist es einfach nicht mehr glaubwürdig. Vielleicht möchte ich ein bisschen was an anderen Gedanken zu dem Schlagwort Themenkonzerte einbringen und einfach mal ein bisschen nochmal einen Denkanstoß geben, wie kann man so ein Themenkonzert eigentlich basteln. Ja? Die Frage ist einfach, was für Ebenen kann ich denn angehen? Also zum Beispiel, eine Sache ist natürlich klar, wir haben es vorher schon angesprochen, irgendein Geburts- oder Sterbejubiläum von einem Komponisten und dann schaue ich einfach Musik aus der Zeit oder von dem Komponisten. Das ist ein ganz plakativer Weg. Aber ich habe vorhin einmal so in einem Nebensatz erwähnt, ein Themenkonzert kann einmal sein, wenn ich sage, ich will verschiedene Tanzstile einfach darstellen, dann kann das ein Themenkonzert sein und dann kann das plötzlich ganz, ganz furchtbar abwechslungsreich sein. Also man muss manchmal mit Themenkonzerte aufpassen, dass man sie nicht zu sehr in ein Korsett pressen lässt. Das ist meine Sorge manchmal mit Themenkonzerten. Wenn das gut recherchiert ist und einfach auch einen geschichtlichen Spannungsbogen hat, zum Beispiel fällt mir jetzt gerade vielleicht eins ein, was ich selber mal gemacht habe. So Thema Freiheit war da mal ein Thema. Ich meine, jetzt bin ich ganz plakativ unterwegs, gell? Aber da kann Tirol 1809 eine Rolle spielen zum Thema Freiheit, genauso wie irgendein schöner Beethoven, weil der Beethoven letztendlich im doppeldeutigen oder im mehrdeutigen Sinn ein Freiheitskämpfer war, für die musikalische Befreiung aus den Zwängen der Klassik, genauso wie seine politische Idee, die er verfolgt hat. Also ich will nur sagen, wenn man da gut recherchiert und versucht, ein bisschen musikgeschichtliche, aber auch zeitgeschichtliche oder kulturgeschichtliche Aspekte mit einfließen zu lassen, dann kann man ganz tolle Themenprogramme machen. Ja? Aber ich plädiere dafür, für Abwechslung zu sorgen. Also nicht jedes Jahr ein Themenprogramm, sondern vielleicht einmal 2-3 Themenprogramme und dann einmal wieder was anderes machen. Warum ich mich von Themenprogrammen ab und zu verabschiedet habe, war, ich habe mich selbst beschränkt. Ja. Man muss aufpassen, dass man da sicher keine Eigendosche ist. Ja. Und man kann nur einen Teil als Themenkonzert machen. Zum Beispiel, genau. Auch möglich. Der Norbert hätte eine Frage. Ja, ich wollte nur fragen, würdest du es in die Moderation einfließen lassen, das Thema, oder nur für dich, für die Programmsuche? Also für mich ist, wenn Themenkonzert, dann ist es eine künstlerische, dann muss es ein, jetzt verwenden wir den Begriff von Richard Wagner, dann muss es ein Gesamtkunstwerk sein. Ja? Also, um die Frage kurz zu beantworten, unbedingt ja, einfließen lassen, weil ich mir natürlich die Chance nicht nehmen lassen möchte, auch meine Gedanken bei der Programmplanung unters Volk zu bringen. Ja? Und das ist was es letztendlich in meinen Augen erst wirklich wertvoll macht. Begleitende Texte zum Beispiel. Also, was ich nicht machen würde, ist eine klassische Moderation. Also, wir haben heute das Thema XY und beim ersten Stück ist das Thema so verarbeitet und beim zweiten ist es so verarbeitet und beim dritten so. Das ist ja furchtbar. Also, gähnend langweilig irgendwann. Aber begleitende Texte, das habe ich vorher gehabt, zum Beispiel ja, Beethoven, der Freiheitskämpfer, wenn ich jetzt da ein Stück drin habe als Beispiel, dann finde ich es schön, zum Beispiel einen kleinen Text, den man vielleicht in irgendeinem Musiklexikon findet, ein Zitat von Beethoven da zu zitieren und das mal zu interpretieren. Ja? Also das würde ich zum Beispiel das würde ich unbedingt empfehlen und das halte ich für extrem wertvoll und das wird auch sehr geschätzt vom Publikum. Zum Thema Moderation komme ich da gleich. Also das Publikum fürchtet nichts so sehr wie eine schlechte Moderation. Also Moderation heißt eben nicht Stück A, Stück B, der Komponist ist da geboren, da gestorben und das Stück hat er da geschrieben und am nächsten Tag hat er anders geschrieben. So, so kennen wir es leider oft. Ja. Da muss man ein bisschen wegkommen davon. Ja. Also ich plädiere dafür, man nimmt als Musikkapelle oft viel Geld in die Hand für Dinge. Gut so. Aber nehmt ihr Geld in die Hand und bezahlt ihr einen professionellen Moderator. Mit professioneller Moderator, da meine ich jetzt nicht, ihr müsst jetzt nicht zum ORF gehen und fragen, ob jemand für euch Zeit hat. Aber es gibt genügend Leute, die zum Beispiel
professionell sprechen können. Das macht schon viel aus. Ja? Und wenn man sagt, Mensch, ich möchte aber inhaltlich selber gern bestimmen, hockt euch zusammen mit dem und versucht, der Texte zu finden. Aber wenn das professionell vorgetragen wird von jemandem, der wirklich mit seiner Stimme umgehen kann und mit Sprache umgehen kann, Leute, das wertet euer Konzert nochmal um ein Vielfaches auf. Ja? Und das wertet auch die Qualität eurer Musik nochmal mehr auf. Und dann wird es wirklich was Kompaktes, Gesamtes, wo der Zuhörer hinterher sagt, das war bärig, das war toll. Ja? Genau. Moderation wäre mal ein Thema für ein eigenes Webinar, wenn ich ehrlich bin, weil da passiert so viel Ungutes. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, gell? Um das auch gleich richtig zu stellen. Einfach aus einer gewissen Unwissenheit raus passiert das auch. Und das macht so viel in einem Konzert kaputt oft. Also bei Moderation muss man zum Beispiel über Timing sprechen. Wann geht der Dirigent von der Bühne und kommt der Moderator, die Moderatorin? Das spielt alles eine Rolle. Ihr kennt das alles, diese peinlichen Pausen, ja? Die Moderation ist fertig, der Dirigent weiß nicht, was soll ich schon? Ist die jetzt schon fertig? Oder, ja, also das sind alles so Dinge, auf die jetzt gerade bei deiner Frage kommen. Aber um nicht zu weit abzuschweifen, unbedingt in der Moderation mit aufnehmen, aber bitte auf eine sehr differenzierte Art und Weise und nicht immer quasi gerade durch die Mitte, sondern mit vielen begleitenden Texten und wenig biografischer Information. Ich bin da mehr ein Fan von einem Programmheftel zum Beispiel. Man macht ein Programmheftel, da kann man biografische Notizen reinschreiben. Ja, macht man halt nicht bloß ein DIN A4-Blatt, das man faltet und auslegt, sondern das kostet halt alles nichts mehr mit diesen ganzen Online-Druckereien. Man kann halt ein sehr hochwertiges Programmheft mit ein paar Seiten machen. Das ist im Vorfeld ein bisschen eine redaktionelle Arbeit, aber die lohnt sich. Die Leute lesen das gern, blättern das vor dem Konzert oder in der Pause, die es hoffentlich gibt, durch. Da kann man biografische Notizen vom Komponisten oder Entstehung des Stückes reinschreiben und so kann man dann in der Moderation tatsächlich ein bisschen eher, wie der Name ja schon sagt, dieses Geschehen auf der Bühne moderieren, ja, im Sinne von begleiten. Ja, die Moderation kann das wunderschönste Konzert kaputt machen. Richtig. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Andersrum geht es leider manchmal auch. Habe ich auch schon öfters gehört. Auch das kann passieren. Ja, nein, Spaß beiseite. So, ich glaube, wir sind eigentlich schon am Ende. Oder hat jemand noch eine Frage? Bitte jetzt. Sprechen Sie jetzt oder schweigen Sie für immer? Weißt du, schön. Für immer nicht. Da. Aber für heute. Gut. Rudi. Ja, ja, halt. Hallo Philipp, hallo Rudi, hallo alle miteinander. Grüß dich. Eine Frage, gibt es bei dir oder bei euch irgendwo Erfahrungen, dass man zum Beispiel die Programmauswahl jetzt nicht unbedingt kapellmeistermäßig vorlegt, sondern dass zum Beispiel in der Kapelle eine Gruppe gibt, die sich damit beschäftigen, was machen wir beim nächsten Hauptkonzert, Jahreskonzert, Frühjahrskonzert oder Kirchenkonzert oder so. Gibt es da Erfahrungen irgendwo? Das ist jetzt, glaube ich, eher erst einmal eine Frage an Kolleginnen und Kollegen und ich sage dann aber gern was dazu. Ja. Ich habe Erfahrungen gemacht und zwar grundsätzlich lasse ich immer Leute mitreden und zwar, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das ist eine lässige Nummer, war das was für uns? Ich schreibe mir alles auf und ich habe allerdings nachher zum Schluss noch mein Konzept. Und das muss in mein Konzept passen, ich stehe noch dafür gerade. Aber ich bin um jede Anregung froh. Und manchmal habe ich das auch zum Sport gemacht, habe ich alle Musikanten einen Zettel aufgeschrieben, dein Lieblingsstück. Oder gestaltet ihr einmal ein Konzertprogramm. Es haben einige was retourniert, nicht alle. Und da bin ich drauf gekommen, dass doch viele eigentlich keinen Plan haben, was sonst noch möglich ist. Da kommen immer wieder die gleichen Sachen. Aber ich darf das durchaus einmal probieren. Ja, das ist meine Erfahrung gewesen und das sage ich auch nachher. Du, das war jetzt vom XY der Vorschlag, da passt mir heuer ganz super ins Konzept. Wir machen das heuer. Die Erfahrung habe ich gemacht, das hat gut funktioniert. Ja. Also das kann ich eigentlich, da gehe ich weitgehend deckungsgleich, beraten, also beziehungsweise Ideen sammeln, ja,
und mit aufnehmen und versuchen, in ein Konzept einzubauen. Die letzte Entscheidung und die Verantwortung darüber muss immer bei euch liegen. Das ist meine klare Meinung. Ja. Es kann nicht sein, dass ihr ein Programm macht, dem gefällt das, unterm Strich kommt da nichts wirklich Vernünftiges raus. Es muss immer ein schlüssiges Gesamtkonzept sein und dafür muss ich als Dirigent, als musikalischer Leiter einfach auch die Verantwortung übernehmen. Aber hört die Ideen eurer Musikantinnen und Musikanten einfach auch aus dem Grund, weil man da auch immer so ein bisschen raushören kann und das Ohr ein bisschen am Puls der Zeit hat, was ihnen gerade gut gefällt und was ihnen gerade nicht so gefällt. Das ist, denke ich, gerade in unseren Bereichen in der Amateurmusik ist es ein ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt. Also gerne Ideen sammeln und zu gegebener Zeit mit aufnehmen. Ja, danke. Gerne. Ich glaube aber auch, man muss vielleicht das Ganze auch ein bisschen beschränken, weil wenn man sagt, ja. Ich gebe einen Konzertmarsch quasi frei, dass ich die Ideen der Musikanten höre, der haut mir dann eigentlich das Konzept nicht zusammen, auch wenn es ein größeres Konzertprojekt ist. Und ein bisschen die Mitsprache in der Musik wird das sicher auch fördern. Also wir haben es nicht ausprobiert, aber ich sehe das schon als interessanten Punkt, wo man unter die Musikanten auch ein bisschen eine Kreativität fördern kann. Ja. Das ist ein gutes Argument. Das kann ich auch genauso stehen lassen. Es ist absolut gut. Mir ging es nur darum, ich wollte einfach nur nochmal sagen, das war ja an Rudi seine Aussage, unterm Strich muss es immer irgendwo vertretbar sein natürlich. Ne? Und es muss in ein Gesamtkonzept passen. Und die Verantwortung, die würde ich ungern, oder das würde ich ungern sehen, wenn man die aus der Hand gibt. Aber ja, das ist ein völlig gutes und berechtigtes Argument zu sagen, es fördert natürlich auch die Kreativität und das Mitdenken und Mitentwickeln einer Sache durch die Musikantinnen und Musikanten. Ja, absolut. Guter Punkt. Ich habe mal so eine Art Wunschkonzert gemacht, beim Jubiläumskonzert eigentlich, und habe dann wirklich so in Abteilungen Märsche und 5-6 Märsche aufgeschrieben, Polka einfach so aufgeschrieben, ausgeteilt, eingesammelt wieder und schlussendlich habe dann trotzdem schon ich entschieden irgendwie, also ich habe schon ausgezählt und alles. Die Musikanten hatten das Gefühl, dass sie mitentscheiden haben dürfen, haben mich schon nach der Mehrheit gebeugt, aber das ist eine Möglichkeit, wo man doch trotzdem die Fäden irgendwie in der Hand hat und die Musikanten haben die Möglichkeit mitzusprechen. Aber eine nette Idee. Du musst bloß aufpassen, denke ich, wenn man Abstimmungen macht, dann erwarten die Leute natürlich ein Ergebnis. Wenn man sie dann an das nicht hält, dann wird es schnell undemokratisch. Ne? Aber grundsätzlich eine charmante Idee, ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur empfehlen. Ich habe das einmal gemacht, und zwar, ich habe das einmal für die Musikanten gemacht und einmal sogar für das ganze Dorf. Das kenne ich auch, ja. Das ist okay. Haben aber allerdings schon gesagt, ich möchte eine Ouvertüre haben, ich möchte die und die Gruppe haben und haben mich danach gehalten. Es war sensationell, was die ausgesucht haben. Es war nicht nur Polka-Marsch. Ja. Man täuscht sich da oft sehr oft. Die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht. Also ich selber tatsächlich noch nicht, aber einfach aus Berichten von Schülern oder Dirigierkurs-Teilnehmern, Coaching-Teilnehmern, das kann ich nur bestätigen. Ganz oft gehört, da sind wirklich auch teilweise die ganz hochwertigen und auch anspruchsvollen Konzertstücke ausgewählt worden, weil das doch einen bleibenden Eindruck bei den Leuten hinterlassen hat. Also das ist tatsächlich eine spannende Sache, wenn man irgendwo in einem kleinen Dorf Kapellmeister ist, dass man das durchaus mal für die Bevölkerung auch macht. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, schöne Idee. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich alles andere als diese Diskussion abwürgen. Das steht mir auch gar nicht zu, weil ich ja auch nur Gast bin. Aber ich habe im Hinterkopf, dass ich zwei PDFs da drin habe, zu denen ich zumindest kurz was sagen will. Wenn das für euch okay ist, würde ich das jetzt gern machen, damit ihr da nicht ganz unkommentiert einfach nachher Sachen ausdruckt und dann euch denkt, was ist denn das für ein Blödsinn, was will er denn da damit? Ja? Wenn dann danach nur Lust und Laune da ist, also ich habe Zeit, mir ist das egal. Wenn ihr nur Kraft habt, wir können dann gern weiter diskutieren, kein Problem. Ansonsten sage ich später nur kurz was, ihr könnt auch weiter noch die eine oder andere Frage an mich richten. Da werde ich aber später noch was sagen. Ich würde jetzt ganz kurz schnell zwei, drei Sätze zu diesen Listen drüben haben. Ihr seht es im Chat-Bereich zum Download bereitgestellt. Also die unteren beiden haben sie erledigt. Das ist einmal die Toccata-Partitur, ja, die kennst Palten. Und das war einfach die Tagesordnung oder die Agenda. Aber die oberen beiden, und zwar einmal 15 Klassiker,
für Blasorchester, wenn ihr die Datei mal aufmacht, als Hörempfehlung zur Geschmacksbildung. Da habe ich einfach einmal, ich weiß nicht, habt ihr sie offen, ansonsten teile ich sie hier einfach schnell, oder? Kannst du das nochmal teilen, bitte? Weil klar, klar. Es ist folgendes, ja, es wird nicht jeder sehen können, ich bin draufgekommen, es hängt von der Version ab, die man da glauben hat. Ah, verstehe. Ja. Okay. Aber ich werde dir jedem per Mail die PDF schicken. Okay, so, meine Frage ist jetzt, seht ihr von mir was schon? Die sehen wir. Und jetzt? Jetzt passt. Jetzt passt es. Okay, schaut mal her. Das ist eine Liste, die habe ich überschrieben, 15 Klassiker für Blasorchester als Hörempfehlung zur Geschmacksbildung. Weitere Recherche dringend erwünscht. So, also, ich erkläre es kurz. Die Werke, die ich hier aufführe, das sind nicht Werke, wo ich sage, die müsst ihr bitte schon im nächsten Konzertprogramm spielen. Ja? Weil ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass niemand von euch ein professionelles Blasorchester oder eine E-Stufenkapelle dirigiert. Wenn doch, dann bitte gern, dann kann man sie da gern bedienen. Aber um was geht es mir denn mit der Liste? Mir geht es nur mal darum, wenn ihr die Stücke nicht eh kennt, aber euch einmal aufzuzeigen, was zählt denn eigentlich wirklich so zu Klassikern, die sie über Jahre, über Jahrzehnte etabliert haben und welche Komponisten haben eigentlich alles für Blasorchester geschrieben? Wir stellen da nämlich ein paar ganz bekannte Namen fest, die man sonst nur so aus dem symphonischen Bereich kennt. Diese Werke sind durch die Bank Originalwerke. Und da geht es mir einfach mal nur darum, hört euch die mal an in einer ruhigen Minute, um mal einen Eindruck zu kriegen, wie unglaublich vielfältig einfach diese klassische Bläsermusik auch ist. Ja? Und vergleicht es ruhig einmal ein bisschen mit dem, was also der Mainstream, wie sich der die letzten 30, 40 Jahre entwickelt hat. Also das ist wirklich reine Liste, nur zur Geschmacksbildung. Ich habe das ein bisschen nach Länder unterteilt. Großbritannien, da habe ich, das ist auch bitte erhebt, ich habe es unten geschrieben, ja, wenn ihr da mal schaut. Die Reihenfolge ist beliebig und stellt keine Periodisierung durch den Verfasser dar. Die Auswahl erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, also überhaupt keinen, und stellt lediglich einen Querschnitt durch den persönlichen Geschmack des Autors dar. Also das sind so meine persönlichen Highlights bissel, die ich ja, größtenteils auch selber dirigiert habe schon und wo ich die Stücke und Partituren einfach gut kenne. Aber zum Beispiel Großbritannien, Gustav Holst Thema, ja, was habe ich jetzt gemacht? Drei Stücke, dann Ralph Vaughan Williams, die English Folk Song Suite, erinnert ihr euch, habe ich vielleicht vorhin schon mal kurz zitiert, das war das, wo ich gesagt habe, wo der Mittelsatz plötzlich so eigentlich viel anspruchsvoller ist als die beiden Ex-Sätze. Deutschsprachiger Raum, haben wir drei Komponisten, wenn ihr mal schaut auf die Jahreszahlen hier, bei Konzertmusik für Blasorchester, Promenadenmusik und Spiel für Blasorchester, haben wir dreimal das Jahr 1926, da war ein ganz wichtiges Festival damals in der Zeit in Donaueschingen, Festival für zeitgenössische Musik. Da war die Idee, das gibt es bis heute, dieses Festival, da hat Blasmusik normalerweise keinen Platz, leider. Und damals im Jahr 1926 hat man die Idee gehabt, dass man die zu dieser Zeit etablierten Komponisten einmal damit beauftragt, Stücke für Bläserensemble, für Militärkapellen zu schreiben. Und da sind diese Stücke entstanden. Höchst interessant, also wirklich, horcht's da mal rein. Frankreich haben wir mit Berlioz, Millau und Florent Schmitt. Berlioz, denke ich, kennt man noch, also vor allem die Symphonie Fantastique und so weiter, also die großen, ja. Aber Millau vielleicht noch, aber dann sehr interessanter Kollege ist Florent Schmitt. Australien, Percy Grainger, das ist ein ganz wichtiger Komponist. Und Tschechien habe ich jetzt noch genommen, Karel Husa mit zwei Stücken. Also das googelt ihr mal, da gibt es von allen Stücken im Netz hervorragende Aufnahmen. Einfach, wie die Überschrift sagt, rein mal zur Geschmacksbildung, was gibt es eigentlich alles und wie unglaublich vielfältig und spannend und auch modern war Bläsermusik bereits damals schon Anfang 20. Jahrhundert oder gar früher. Das ist einfach rein zur Information und viel Spaß damit. Die zweite Sache ist eine Liste, könnt ihr sehen, das ist... Literaturempfehlungen und ich verweise auf den Zusatz eine kleine Auswahl. Und ganz wichtig ist mir, als Inspiration zur weiteren Recherche, also mir ist wichtig, ich habe da wirklich nur eine ganz klitzekleine Auswahl an Stücken geschrieben, habe versucht einmal eine Stufeneinteilung zu machen, ja, und habe versucht wirklich B, C, D die Stufen nochmal zu bedienen. Warum habe ich auch D mit reingekommen? Mir geht es mit der Liste nur darum, dass einmal ein paar Komponisten auftauchen, die vielleicht sonst nicht so auftauchen. Jetzt kommt vielleicht die Frage, ja, da ist aber gar kein Deutscher oder Österreicher dabei. Naja, das hat nichts damit zu tun, dass die deutschen und österreichischen Komponisten alle so schlecht sind, sondern einfach,
damit zu tun, dass wir die in der Regel eher kennen, oder? Da wissen wir eher, was gespielt wird. Da haben wir dann viel größeren Überblick als zum Beispiel mit hier der Kollege Nelly Bell mit tschechischen Komponisten oder englischen Komponisten oder hier unten habe ich jetzt einen deutschen dazu genommen. Also einfach mal der Versuch, ein paar Komponistennamen auch in die Runde zu werfen mit der Bitte, und darum habe ich oben geschrieben, Inspiration zur weiteren Recherche, nutzt ihr diese Homepages, die ich euch empfohlen habe, und tippt ihr mal diese Komponisten ein und schaut mal, was die sonst noch so gemacht haben. Und da würde ich mich freuen, wenn in einem der nächsten Jahre bei euch einmal der ein oder andere auftaucht, wenn das nicht eh schon ist. Also so ist diese Liste gedacht. Ja? Einfach bloß so ein kleiner Startschuss, um einmal zu recherchieren, was gibt es alles von den Kollegen. Und das Schöne ist, meistens ist Verlinkung zu vielen weiteren Komponisten dann auch noch drin. Ja? Okay, gibt es dazu Fragen? Das war mir jetzt einfach bloß wichtig, dass ich das nicht so unkommentiert da einfach euch weiterschicke, so nach dem Motto, da habt ihr was, viel Spaß damit. Ja? Also das wäre die Idee dahinter. Ich glaube, ausreichend ist es nie, aber wir haben halt ganz, ganz viele neue Dinge gekriegt. Manches haben wir schon gewusst, aber wieder an Dingen hat man wieder mal nachgedacht und das tut uns wahnsinnig gut. Wir sind ja momentan in einer Zeit, dass wir planen können, müssen, auch einen Plan B müssen wir in Betracht ziehen. Aber ich bedanke mich recht herzlich, Philipp, bei dir. Ich bedanke mich bei euch allen, die ihr da dabei wart. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Es sind gar alle bis auf einen, der früher weg hat müssen, bis zum Schluss da geblieben. Und ich wünsche allen das Allerbeste, was man sich nur vorstellen kann. Speziell in der Zeit, jetzt bleibt es gesund. Es passieren wirklich teilweise die schlimmsten Dinge, die ich leider mit verfolgen haben müssen. Aber ich bin ein gebürtiger Optimist. Ich habe ein bisschen was von meiner Mama gehört. Ich sehe das ganze Zeug immer positiv und von Frankl und trotzdem ja zum Leben. Das ist immer mein Motto und es wird schon wieder werden. Danke nochmal und tschüss, bis zum nächsten Mal. Philipp hat noch was? Bitte gerne, ja. Also danke, Rudi, für deine, also eigentlich ist es ein Blödsinn, dass ich jetzt noch was sage, weil du hast so schöne Abschlussworte gesprochen. Da schließe ich mich uneingeschränkt an. Ich gehöre auch zu den Optimisten. Ich wollte euch nur noch sagen, einfach weil ich glaube, jetzt ist auch die Zeit, dass man so ein Online-Meeting beendet, weil ich glaube, es ist einfach anstrengend. Ja? Viel anstrengender, als wenn wir so miteinander sitzen. Ihr seht auf einem dieser Dokumente auch meine Erreichbarkeiten. Da steht eine E-Mail-Adresse drauf, eine Telefonnummer. Ihr dürft mich natürlich gerne kontaktieren, wenn euch die nächsten Tage nur irgendwas einfällt und mir eine E-Mail schreiben. In der Regel antworte ich wirklich. Es kann vielleicht einmal ein bisschen dauern, wenn es zu viel wird, aber ihr kriegt alle eine Antwort, wenn ihr noch was habt. Also meine Kontakte stehen drauf. Dürft ihr euch jederzeit natürlich melden. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wer möchte, müsst euch nicht verpflichtet fühlen, aber wer möchte, schickt mir da kurzes Feedback einfach zur Veranstaltung, weil mir das auch wichtig ist. Ich habe viel mit euch über das Reflektieren gesprochen. Das möchte ich natürlich von mir auch in Anspruch nehmen. Also wer möchte, darf mir gerne ein kurzes Feedback schicken. Da freue ich mich drüber. Und jetzt auch von mir alles Gute, frohe Ostern und auf ein baldiges Wiedersehen in möglichst präsenter Form, was auch immer das dann ist. Ja. Danke für die Einladung nochmal, Rudi. Und alles Gute für euch. Dankeschön. Und ciao. Viert euch. Servus. Ciao, danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Viert euch. Servus. Viert euch, danke. Servus, macht es gut.